Einen schönen guten Tag, mein Name ist Hartmut Goldschmidt. Ich leite das Myelom-Zentrum in Heidelberg und bin Präsident der German-Speaking Multiple Myeloma Study Group. Ich möchte heute ein Update geben zu Neuigkeiten beim Myelom, insbesondere in Deutschland. Wir haben gehört und es ist in aller Munde, dass die Immuntherapie beim Myelom angekommen ist. Ganz aktuell werden Patienten schon in der Erstlinientherapie mit Antikörpern behandelt. Hier ist insbesondere der Antikörper Daratumumab etabliert. Die Antikörper werden weiterentwickelt. Es gibt jetzt die Möglichkeit in Deutschland für ausgewählte Patienten, die schwer vorbehandelt sind, mit einem bispezifischen Antikörper zu behandeln. Dieser bispezifische Antikörper greift die Myelomzelle an und auf der anderen Seite zieht sie die Immunzelle, die T-Zelle, an die Tumorzelle. Und wenn Immunzelle und Tumorzelle zusammenkommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit der Vernichtung sehr, sehr groß. Von der Firma Janssen ist ein Programm aktiviert worden, dass schwer vorbehandelte Patienten in ein Named-Patient-Programm aufgenommen werden können und Patienten, die sonst eine sehr, sehr, sehr schlechte Prognose haben, mit diesem hochwirksamen Medikament Teclistamab behandelt werden können. Wir selbst haben auch schon Patienten eingebracht in diese Patienten-Named-Aktivitäten. Die Ansprechraten sind 70-80% bei schwer vorbehandelten Patienten und das ist sicherlich ein großer Fortschritt in der Behandlung des refraktären oder schwer vorbehandelten Myeloms. In Deutschland weiterhin gute Nachrichten. Die CAR-T-Zellen sind für die Patienten zugänglich. Hierbei muss man bedenken, dass leider der Bedarf und die Möglichkeit, CAR-T-Zellen zu liefern, noch weit auseinandergehen. Die Produktion muss etabliert werden, muss weiter etabliert werden, muss weiter ausgebaut werden. Und die CAR-T-Zellen sind eine andere Option für schwer behandelte Patienten, wieder eine Remission zu bekommen. Sie hören, neue Therapieoptionen, das Immunsystem des Myelompatienten wird einbezogen. Bei den CAR-T-Zellen sogar Remissionsraten 90%. Und das sind natürlich Neuigkeiten, die sehr, sehr gut sind. Wir sind in Studien dabei, diese Medikamentenkombination oder Medikamente zu prüfen, wie sie wirken bei wenig vorbehandelten Patienten, eventuell sogar bei neu diagnostizierten Patienten. Und wir versprechen uns natürlich in der Frontline-Therapie oder im ersten bis dritten Rezidiv noch bessere Ergebnisse als bei Patienten, die fünftes oder siebtes Rezidiv haben. Bitte besprechen Sie diese Dinge auch mit Ihrem behandelnden Arzt. Es gibt also die Option CAR-T-Zellen für ausgesuchte Patienten und nach Rücksprache mit der Firma Janssen kann man auch ausgewählte Patienten, die schwer vorbehandelt sind, mit dem bispezifischen Antikörper Teclistamab behandeln. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Beste Grüße, Hartmut Goldschmidt.